Guten Tag. Am 10. Juli 2018 hatte ich gerade einen Dialog mit einer Frau Götz. Einen Dialog mit Frau Schüssler. Einen Dialog, mit. Einen Dialog, mit. Ja, ist schon interessant. Ein Herr Putin setzt sich zum Dialog für Lösungen an einen Tisch. Aber die Stadtspitze in Nürnberg hat das nicht nötig. Auch nicht zum Wohle ihrer Gesellschaft, ihrer Kinder, ihrer Gymnasialkinder. Nein, sie recherchiert nicht mal, warum es 4 Anträge auf Bildung und Teilhabe nicht zu finden gibt. Ist das nicht ungesund oder, Klammer auf, krank, Klammer zu? Der Dialog wird einem abgegraben. Dafür gibt es O-Ton und Beweise. Und ich lasse sowas nicht stehen. Das Grundgesetz macht demnach konkret Halt in Nürnberg. Ja, aber warum? Und hat keinen Bestand mehr. Nürnberg setzt das Grundgesetz mit Vorsatz außer Kraft. Und wenn man das alles im O-Ton dann auch noch ausstrahlt, gute Nacht an den deutschen Städtetag-Präsidenten, Herrn Dr. Ulrich Mahly. Der mit dem Frosch spricht, könnte man sagen. Der Frosch reagiert auch nicht. Der geht auch in ganz andere Wege. Weil vielleicht der Frosch den Menschen nicht versteht. Oder wie würden Sie das sagen? Muss ich jetzt zu einem Staatsrechtler in die Fürther Straße fahren, damit der diese Abartigkeit der kommunikativen, Stadtspitze einfach mal bezeugen kann? Denn ich glaube nicht, dass eine Frau Schüssler, eine Frau Götz, eine Frau Leikam, wie sie alle heißen, und die weiteren Dienste, die so angeblich für die Menschenrechtspreisträger Straßenstadt zu Nürnberg tätig sind, glaube ich nicht, dass sie diese Tonnote, diese blechernde Tonnote einem Staatsrechtler an das Ohr legen. Und ich versichere an Eidesstadt noch einmal zum Mitschreiben an alle Hörerinnen und Hörer, dass ich per Video die Einwürfe dokumentiert habe und auch aus einem Hotel einmal einen Hotelgast hinzugezogen habe und dass ich auch digital per Mail etwas übersandt hatte. Das interessiert aber die ganzen Einrichtungsabläufe des Hauses der Stadt Nürnberg nicht. Die sind ja unfehlbar. Da bricht ja kein Schlüssel aus dem Schloss ab. Da verliert nie jemand etwas. Nur ich bekomme bestimmte Aussagen zelebriert. Das ist interessant. Wenn wir schon so viele Fälle haben, warum wird nicht mehr Personal eingestellt? Die Personaldecke ist nicht ausreichend. Denken die wirklich da oben, das schaffen wir? Wir schaffen das. Ist ein Credo einer namhaften großen deutschen Dame. Und jetzt gibt es Beweise, die eigentlich dafür ausreichen, dass diese Personalien ersetzt werden müssten. Und wenn der eine Staatsrechtler, der ein Telefonat vor einiger Zeit miterlebt hat, auch noch zur Verfügung steht, dann möchte ich Herrn Dr. Ulrich Mahly gerne hören, wie er dazu steht. Denn diese Verhalten sind unhaltbar vertretbar. Und ich habe gesagt, ich mache sofort einen Aufsager und der wird jetzt sofort online gehen. Das ist abartig, wie man mit der Gesellschaft von morgen mit Gymnasialkindern umgeht. Und mir unterstellt, der unter Vollmachtvorlage auch 2017 bis November es umgesetzt hat,
Warum soll ich im Dezember nicht Wort und nicht Tat gehalten haben und soll das nicht abgegeben haben? Wer hier etwas bewusst im Schilde führt, hat dafür Schaden zu übernehmen. Es war schon einmal, dass die Würde von einer Gymnasialkindsmutter gebrochen worden ist, denn sie wurde, ich sag das so, gezwungen, einen Bußgeldbescheid zu bezahlen, ansonsten passierte eventuell etwas anderes. Oder hätte passiert. Das ist Nötigung und Würdebruch. In der Stadt Nürnberg. Liebe Touristen, guten Abend. Wenn Sie das wüssten, wie heute damit umgegangen worden ist. Ich werde auch Stellungnahmen einholen von Reiseunternehmen, von Touristikunternehmen, von Busunternehmen, damit diese die Kehrseite der Medaille kennenlernen, wie man hier mit Menschen umgeht. Gute Nacht, guten Morgen oder doch gute Nacht? Stadt Nürnberg, die Stadtspitze, trieb den Hammer auf die Spitze. Und es gibt ein großes philosophisches russisches Sprichwort. Nicht von Herrn Putin, nicht vom Herrn Jelzin, von einem sehr großen. Ich hoffe, Sie wissen das Sprichwort. Es ist noch nicht Abend. Guten Tag.